Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yoshis Volley World. Moment, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin nicht dabei, ich verstecke mich. Okay, Klopperchen ist nicht mit dabei. Als kleine Erklärung vorab, wir haben dieses Level, wie man sieht, wir sind jetzt hier bei 3.4. Eigentlich schon gemacht, zweimal. Und mein Aufnahmeprogramm wollte einfach nicht mitmachen. Die anderen Level hatten wir auch schon, aber gut, es hat nicht geklappt. Ich habe jetzt den, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt jetzt, der Shy Yoshi war das, glaube ich, oder ist der so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wie man sieht, haben wir die ganze Wolle schon bekommen, auch die Blumen. Wir gehen trotzdem nochmal in Montys Blubberfestung, damit ihr einfach seht, wie das Level war. Ist ein bisschen ärgerlich, aber so ist die Technik halt. Level ist auch an sich sehr schön aufgebaut, finde ich. Da haben sich da viel einfallen lassen. Ja. Ja, und Monty kennen wir auch schon von früher. Genau. Oder der Maulwurf. Genau, Monty ist der große Maulwurf, den hatten wir schon mal. Wir zeigen euch trotzdem jetzt, wo wir die ganze Wolle und so gefunden haben und auch die Blumen. Genau. Da ging's rein. Einfach damit ihr das auch sehen könnt. Weil ich das... Entschuldigung. Weil ich das sehr schade finde. Ich glaube, wenn wir da oben gehen. Genau. Da ist die erste Wolle. Oh, der hat ein Stäbchen. Ah, du, ist ja ein Stab. Nein, steckt fest. Genau, da ging es rein. Und hier war die erste Blume. Genau. Ich finde das cool mit diesen Seifenblasen hier. Unten war, glaube ich, nichts, oder? Naja, ich glaube, da bin ich nur gestorben. Ja. Dann muss ich nur Stempel. Ich bin wieder tot. Ja, Klopperchen mag heute nicht. Mein Quatsch. Mein Scherz. Ich glaube, hier oben links war was. Ja, da war was. Na, da kommt man rein. Hier ist dann auch so ein Monty. Aua. Und da ist ein Stempel. Wie gesagt, wir haben es jetzt schon zweimal durch. Nee, dreimal durchgespielt insgesamt. Insgesamt dreimal durch. Ja. Genau. Und irgendwie wollte das Aufnahmeprogramm nicht. Ich weiß gar nicht, war hier unten noch was? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Die eine Blume kommt dann rechts noch, bevor wir durch die erste Tür müssen. Genau, da oben ist die andere Wolle, da kann man durch die Seifenblasen hoch eigentlich, genau. So. Da ist ein Stechen. Da oben gibt's Kerzen. Genau. Da oben müssen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Ach genau, hier war das. Super. Ich hol die. Ach, perfekt. Ich hol die Dings jetzt auch nicht. Dann haben wir jetzt 2-2? Genau. Dann kommen wir, glaube ich, durch, ne? Ja. Genau. Geht jetzt natürlich alles ein bisschen fixer, weil wir natürlich jetzt mittlerweile wissen, wo die Sachen sind. Nehmen wir noch ein, zwei Goldknäule mit. So. Mach, klick mich hin. Mann. Ach. Da waren, glaube ich, Herzen drin, oder? Nee, doch nicht. Hier waren diese so eine Blumendiamanten. Die Diamantenblume. Hier ist auch eine Wolle. Wo bin ich? Da! Ich hab euch vergessen. Ich wollte sagen, irgendwie. Da kann man so runter einfach. Hey! Dober Monty. Mini-Montys. Da war was. Herzen, oder? Ja. Sammeln wir einfach mal ein. Da war nix. Ich, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass das Aufnahmeprogramm hoch aufnimmt. Bin ich. Da. Ja, genau, da kommt man hoch. Mann. Was ist denn hier los? So, jetzt. Mann, so. So, jetzt haben wir's. Da geht's nämlich rein. Müssen wir mal gucken. Hier muss man alles einsammeln. Und dann kommt nämlich eine Nummer. Sehr schön. Hoch. Oh, Vorsicht. Oh nein, ich fall. Dich runterschieben. Hey! Toll! Oh Mann! Arschi!
Da war doch nichts. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber. Ja, da ist ein Stickerig. Kissen links hier, rechts drin. Ja, gehen wir jetzt auch nicht mehr hin. Nee, wir zeigen euch jetzt nur, wo die Blumen und die. Ach, ich komme nicht hoch. Da oben war noch was. Ja, genau, da sieht man es auch. Ach man, die blöden Blasen. So. Ja, das war die vierte. Ich glaube, noch eine Blume fehlt hier irgendwo. Hier rechts? Ne. Ach, ich glaube, ganz weit oben links war die auch. Achso, überhaupt nicht mal. Ja, war nur Herzen. Ach Gott. Also ich glaube, wenn man das dreimal schon durch hat nacheinander, ist man auch so ein bisschen genervt. Ach man. Ja, hier. So, und dann geht's auch nämlich hier schon in die Tür. Ach man. So. Genau. Super. Na, da oben sieht man schon die letzte Rolle. Genau. Kommt man einfach. Nein, nicht einfach. Ah, genau. So. Jetzt hat man alle Vollstücke. Und die Blume war hier ganz offensichtlich rechts irgendwo. Die liegt da ganz offen. Beziehungsweise man muss ach ja, darüber. Gott. Ah, ich glaube, ich mach du. Bin drin, genau. Aber von hier aufessen. Ja, und dann geht schon hier durch die rote Tür zu dem Boss. Aber wir wollten euch einfach nochmal zeigen, wo wir das alles gefunden haben, damit ihr das einfach auch nochmal seht. Ich hoffe, das nimmt jetzt richtig auf. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ihr seid wohl zu einfach gestrickt, um einzusehen, wann ihr aufgeben solltet. So langsam reißt mir der Geduldsfaden. Oh, diese Wortspiele. Hida Lakai, knöpft dir zusammen mit deinen Kumpels diese Yoshis vor. Genau. Hol deine Knöpfe raus. Nein. Er hat diesmal eine Mütze auf. Mann. Da, er hat seine Kumpels geholt. Na, wieder ganz einfaches Prinzip. Man isst seine Kumpels auf, wirft sie auf ihn. Voll gemein. Wenn er dann am Boden liegt. Ha, haut man nochmal drauf. Genau. Voll gemein, ey. Wieder hauen. Ah ja. Er braucht auch wie jeder Boss bisher 2 Treffer. Das ist ja irgendwie immer so. Das ändert sich ja irgendwie selten. Aua. Der wird frech. Muss sie essen. Ja, und das war's schon. Hey! Ich will da raus! Ja. Ich will tanzen. Das haben wir einstudiert. Süß. Ja, wir haben alle Wolle. Die ganze Wolle gefunden und die Blümchen. Das haben wir jetzt schon zum 4. Mal. Und ich zeige euch gleich, welcher Yoshi dabei rausgekommen ist. Und zwar der Pastell-Yoshi. Das ist dieser hier. Das sieht fast genauso aus, abgesehen hier von den Rückendingern. Ja, von seinen Haaren. Das ist. Das nächste Level hatten wir auch schon. Das ist nämlich die Flauschvogel-Vogelschule. So hieß sie, glaube ich. Die hatten wir auch schon. Zeigen wir euch aber auch nochmal im nächsten Part allerdings. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und wir hoffen einfach, dass die Technik auf unserer Seite ist. Ja, ich denke mal, das kennt jeder, der Let's Plays macht. Es läuft manchmal nicht so, wie man möchte. Also bis zum nächsten Mal, eure Inori IP und euer Klapperchen. Ciao!